Schwabe. Er war ein Schwabe. Ließ mich im Restaurant überraschen. Im Keller war mein Magen. Dort war sein Magen. Doch leider gab es nur Maultasche. Doch ich will jetzt einen Handkäse und zwar schnell. Ich brauch jetzt ne Fleischwurststunde shoppen. Ich will Mainzer Esse traditionell. Ich will kein Krapfen, ich will nen Kräbel. Ich will nen Kräbel. Ich war in Bayern, er war in Bayern. Mach mich breiter auf'm Oktoberfest. Überall seh ich Brezel, überall sie da Brezel. Und Weißwurst, sag mal, was soll das, was ihr da esst? Denn ich will jetzt nen Handkäse und zwar schnell. Ich brauch jetzt ne Fleischwurst und ne Schoppe. Ich will Mainzer Esse traditionell. Ich will kein Krapfen, sondern nen Kräbel. Denn ich will jetzt nen Handkäse und zwar schnell. Ich brauch jetzt ne Fleischwurst und ne Schoppe. Ich will nen Kräbel. Solo! Klausel sieht der Kellner mich an. Ich sag, bringe was Gutes. Bringe was Gutes. Da bringt er mir ein halbe Hahn. Halbe Hahn? Doch ich will jetzt ein Handkäse und zwar schnell. Ich bau jetzt ne Fleischwurst und ne Schoppe. Ich will Mainzer Esse traditionell. Ich will kein Krapfen, ich will nen Kräbel. Denn ich will jetzt ein Handkäse und zwar schnell. Ich bau jetzt ne Fleischwurst und ne Schoppe. Ich will nen Kräbel. Kräbel, du fehlst mir so. Kräbel, ich liebe dich, nur du und ich für ewig. Kräbel, du fehlst mir so, du fehlst mir so, du fehlst mir so. Denn ich will jetzt nen Handkäse und zwar schnell. Ich bau jetzt ne Fleischwurst und ne Schoppe. Ich will Mainzer Esse traditionell. Ich will kein Krapfen, ich will nen Kräbel. Denn ich will jetzt nen Handkäse und zwar schnell. Ich bau jetzt ne Fleischwurst und ne Schoppe. Ich will nen Kräbel. Ja, super, vielen Dank. Wir sind die hübschen Bübschen. So haben wir uns genannt und schön, dass ihr steht. Ihr könnt gleich stehen bleiben, denn unser zweiter Song, Wir wollen tanzen, der ist, ja, damit sind wir letztes Jahr auch schon mal dabei gewesen und auch in dieser Kampagne ein paar Mal schon beim KCK gewesen. Da brauchen wir eure Unterstützung, denn Wir wollen tanzen schließt ja also wir euch ein. Und da gibt es einen zugegeben sehr lächerlichen Tanz, den mache ich euch vor, mitten im Stück. Ihr macht einfach nach und bitte, wir wollen tanzen. Mann, der war in der ganzen Stadt bekannt. Von allen wurde er nun der Tänzer Klaus genannt. War irgendwo eine Feier, war er gewiss am Start. Eroberte die Tanzfläche auf seine eigene Art. Und sein Tanz, der ging das rechte Bein nach rechts, das linke nach links. Wir stampfen dreimal auf, dann die Hüfte schwingen. Jetzt die Arme vor, wir gehen in die Knie. Wackel mit den Händen, lass uns feiern wie noch nie. Ja, wir wollen tanzen, ja, wir wollen springen. Wir wollen feiern, das ist unser Ding. Wir fühlen den Rhythmus tief in uns drin. Wir lassen ihn raus und alle singen.
Klaus. Abends auf nem Fest eine wunderschöne Frau, die ihn erstaunen lässt. Sie dreht sich federleicht, hebt grazil das Bein. Ihr Tanz geht so, wie könnte es anders sein. Das rechte Bein nach rechts, das linke nach links. Wir stampfen dreimal auf, dann die Hüfte schwingen. Jetzt die Arme vor, wir gehen in die Knie. Wackel mit den Händen, lasst uns feiern wie noch nie. Ja, wir wollen tanzen, ja, wir wollen springen. Wir wollen feiern, das ist unser Ding. Wir fühlen den Rhythmus tief in uns drin. Wir lassen ihn raus und alle singen. Oh, eh, oh, eh, oh. 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 Ja, wir wollen tanzen, ja, wir wollen springen. Wir wollen feiern. Wir fühlen den Rhythmus tief in uns drin. Wir lassen ihn raus und alle singen. Ihr hört es, das ist mir gerade egal, was mein Regisseur oder auch mein Friseur sagt. Egal, Zugabe frei! Lass die Korken knallen, wir trinken auf den Korsika. Auf Wolf Braun, die NOW und die gesamte Narrenschar. Wir zünden ein Feuerwerk ganz tief im Herzen drin, weil sich eines niemals ändert, dass wir Mense sind. Wir hatten uns viel vorgenommen, vielleicht nicht alles geschafft, lösten anderes doch mit voller Narrenkraft. Momente laut und manchmal leise, Stunden schwer und auch ganz leicht, mit Humor und Spaß doch vieles erreicht. Diese Kampagne hatte Höhen und Tiefen. Oh, hey, oh. Vieles ist anders, vieles ist so geblieben. Oh, hey, oh. Haben wieder einen Norden und stecken in Krisen. Oh, hey, oh. Davon lassen wir uns Stimmung nicht vermiesen. Lass die Korken knallen, wir trinken auf den KCK, auf Rolf Braun, die NOW und die gesamte Narrenschar. Wir zünden ein Feuerwerk mit vier verbunden Brauch. Auf Mainz bei Mainz und gut, auf Wiesbaden dann halt auch. Lass die Korken knallen, wir trinken auf den KCK. Phase nach darf niemals aufhören, das ist doch allen klar. Wir zünden ein Feuerwerk ganz tief im Herzen drin, weil sich eines niemals ändert, dass wir Mainzer sind. Am Rosenmontag wir geboren, bis Aschermittwoch verloren. Seid hierher zu unserem Motto auserkoren. Lacht mit uns, rührt uns zu Tränen. Es wird eine unvergessliche Zeit. Mal sehen, was kommt. Von daher macht euch bereit.
eine weitere Kampagne voller Höhen und Tiefen. Oh, hey, oh. Vieles wird sich verändern, vieles werden wir lieben. Oh, hey, oh. Doch eins ist sicher, wie man es kennt. Oh, hey, oh. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Lass die Kork knallen, wir trinken auf den Korsika, auf Rolf Braun, die NOW und die gesamten Narrenschar. Wir zünden ein Feuerwerk mit vier Farben und Brauch. Auf Mainz bleibt Mainz gut, auf Wiesbaden dann halt auch. Lass die Kork knallen, wir trinken auf den Korsika. Fasnacht darf niemals ausfallen. Das ist doch allen klar, wir zünden ein Feuerwerk ganz tief im Herzen drin, weil sich eines niemals ändert, dass wir Mainzer sind. Knallen, wir trinken auf den KZK, auf Rolf Braun, die NOW und die gesamte Narrenschar. Wir zünden ein Feuerwerk mit vierfach buntem Brauch. Auf Mainz bleibt Mainz gut, auf Wiesbaden dann halt auch. Lass die Kork knallen, wir trinken auf den KZK. Fasnacht darf niemals ausfallen. Ist doch allen klar, wir zünden ein Feuerwerk ganz tief im Herzen drin, weil sich eines niemals ändert, dass wir Mainzer sind. Das waren die Hübsche Bübsche. Hallo. Hallo. Der Hübis kommt hierher und Hübis. Nimmt Platz. Hübis. 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 Ja, sauber die Haarschnitte von meinem Friseur, ne? Also, ja. So viel muss gesagt sein. Das war vorhin alles abgesprochen, ne? Das habe ich mir alles schon so ausgedacht. So, ihr habt doch ein Kreppellied. Deswegen gibt es für euch eine wunderschöne Kreppelrunde vom Backhaus Schröer aus Mainz-Kastell. Also für euch drei, was ihr mit den Kreppel heute Nacht macht, ist mir egal. Ich nehme jetzt mal eine und pass mal rein. Und wenn du neue Sodbrenner hast, sag nicht, das war von meinem Boy, gell? Das wollte ich dir nur mal sagen. Also. Das werden wir dann mal sehen. Aber ihr kriegt nicht nur Kreppel, sondern ihr kriegt dazu auch Boy. Deswegen passt das bestimmt ganz gut. Aber auch ihr hier draußen, ihr kriegt auch eine Runde Kreppel ausgegeben vom Backhaus Schröer aus Mainz-Kastell. Jawohl. Deswegen hier viele Grüße an den Kai Schröer vom Backhaus Schröer. Wir sind sehr dankbar, dass ihr das möglich gemacht habt. Aber jetzt gibt's im... Ja, beißt du Räusch nochmal rein, ich mach's auch nochmal. Genau. Trink mal einen Schluck. Prost. Erst wird gekaut und gegessen und jetzt wird nochmal schön getrunken. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Prost. 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 Zum Wohl. Prost. Jetzt hört mal zu. Ihr seid so ein tolles Trio. Seit wann macht ihr denn das eigentlich schon zusammen Musik? Weil bei euch, da läuft es wie am Schnürchen so eingespielt. Ich meine, ihr macht ja nicht seit gestern erst Musik, ne? Nicht unbedingt, ich weiß nicht, wie ewig wir drei uns schon kennen. Seine Eltern sind, glaube ich, mit meinen damals Kegeln gefahren. Ja, wir blieben das ist zu Hause. Ja, ja, wir blieben zu Hause und er schlief einem vom Fernseher. Bist du schon so alt? Ja. Guckst du noch Fernsehen? Ja. Die zwei waren wie Geschwister in all den Jahren. Nein, das war ein kleines Zitat. 1001 Nacht. Ja. Wir kennen uns tatsächlich schon ewig, also wir zwei sowieso. Er ist 2 Jahre später quasi
ins Haus gezogen. Wir sind ja Brüder. Und den Tobi, den haben wir annektiert irgendwann, da war er 5 oder quasi so. Quasi Brüder. Ja. Eigentlich schon seit der Kindheit in dieser Konstellation, aber ich weiß nicht wann, 3 Jahre vor Corona, glaube ich, haben wir uns gefunden. So ungefähr. Ja. Und 2 schöne Kampagnen in unserem Heimatverein in Laubenheim gespielt. Bei den Schwarzen Gesellen. Bei den Schwarzen Gesellen, genau. Auch deswegen viele Grüße an die Schwarzen Gesellen nach Laubenheim. Hello, lasst es euch gut gehen. Prost, Schwarze Gesellen. Da habt ihr einen sauberen Nachwuchs produziert, muss man sagen, ne? Genau. Genau. Ja, und jetzt seit einem Jahr bei euch. Genau. Ja, da sind wir super froh. Ihr habt hier die Bude gerockt. Ich bin euch auch so super dankbar, dass ihr da letztes Jahr so spontan wart und mit uns zusammen da den Text umgeschrieben habt. Das ist letztes Jahr schon durch die Decke gegangen, ich glaube dieses Jahr auch. Und da sind wir wirklich sehr stolz drauf. Wenn man jetzt mal so überlegt, wie kam es denn überhaupt zu den Hübüs? Also wie seid ihr denn auf die Namen gekommen? Wie kam diese Idee? Ich glaube, also der Name ist eigentlich ein Zweckreim. Also wir haben einfach... Na, hübsch seid ihr doch. Ja. Ist doch nee, das war... die einen sahen so, die anderen so. Des Reimesweges tatsächlich, okay. Genau. Ja, so ist das entstanden damals. Und die Anzüge sprechen natürlich. Genau, und uns hat es gegeben eigentlich, weil die zwei auf dem Dachboden von sich noch ein Akkordeon gefunden haben und kamen zu mir und haben gefragt, willst du mal irgendwie ausprobieren? Da habe ich gesagt, jo. Und dann haben wir ein bisschen rumgespielt damit. Und ein paar Monate später sind wir das erste Mal aufgetreten in Laubenheim in der Kneipe. Und es hat direkt gefunzt. Das hat gefunzt, bis heute. Ja, das ist doch gut. Und was inspiriert euch? Wie kommt ihr so auf eure Texte oder wie kommt ihr so auf eure Ideen? Ah, wir haben vorhin jetzt zum Beispiel zusammengesessen und dann haben wir schon wieder weiter gesponnen, was wir an Liedern machen wollen. Wir haben einfach so Bock auf Fasnacht so. Also es ist einfach wie... Wie mir auch. Wie alle hier. Jawohl! Naja, wir haben Bock, wir möchten unseren Teil beitragen und wir sitzen zusammen, haben irgendwie Spaß dran und dann kommen die Ideen. Und oft hilft da auch ein gewisses Glas Wein. Und, da kennen wir doch jemanden, der da helfen kann. Ne? Ja, das genau. Ist die Vorbereitung für die nächste Kampagne. Ja, sehr gut. Die kann nachher noch weitergehen. Ne? Ja. Wir machen nochmal kreatives Brainstorming. So, genau. Ja. So nennen wir das auch immer. Ja, okay. Das Kreativproben. Tatsächlich, wir nennen das Kreativproben, dann setzen wir uns zusammen und trinken ein bisschen Wein. Ja, dann würde ich sagen, komm Bärbel, da auf die Kreativproben, sagen wir doch nochmal Prost. Auf die hübsche Bübsche. Ja, auf die Hübüs. Ja. Komm. Prost, ihr Leute. Genau. Zum sind wir uns wieder gut, gell? So. Also zum Wohl. Prost. Passt auch zum Kreppel. Super Wein, ja. Aber wenn ihr jetzt mal schaut, ihr seid jetzt bei uns in der zweiten Kampagne. Habt ihr denn einen Fasnachtstraum? Ein Fasnachtstraum? Ja. Oh, ich glaube, der Traum ist, dass es wieder einfach Realität wird. So, dass wir einfach wieder zusammen feiern können. Wir haben jetzt echt viele Lieder geschrieben, die wir eigentlich vor so wenig Aktivpublikum machen können. Wir haben, glaube ich, den Traum, unsere Lieder mal vor wirklich vielen Leuten wieder zu spielen und einfach einen tobenden Saal auch zu erleben. Also das wünschen wir uns natürlich alle auch, dass es nächstes Jahr in der nächsten Kampagne auch wieder in einem größeren Rahmen natürlich face-to-face quasi möglich ist. Aber ja, das ist natürlich so eine Sache. Wir machen hier das Beste draus, aber ihr habt da euren Teil dazu beigetragen und da sind wir euch sehr dankbar. Und deswegen dürfen wir uns bedanken. Jetzt habe ich immer noch den Crepe. Ich nehme deinen Crepe. Nee, das ist natürlich hygienekonform. Willst du mal eine Serviette oder was? Guck mal hier. Oh, das geht nicht. Ja, komm, lass. Bärbel, erstmal für dich einen Blumenstrauß. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Danke. Den Orden, den sparen wir uns, den hast du nämlich schon. Ja. Der wünscht nämlich schon unserem Schatzmeister. Mal mit dem Text. Genau. Vielleicht mal noch 75 Ja für Mainz. Fastnacht pur von rechts des Rheins. Ich kann es auch so. Es war vorhin nur ein kleiner Hänger. Hat man ab und zu kann mal. Kann passieren. Aber den Orden hast du schon, deswegen kriegst du den nicht. Unser Schatzmeister hat mich nämlich ermahnt, ich sollte sparen. Deswegen gibt es bei uns nämlich nur Schrockebrot. Auch vom Backhaus Schröer. Das ist für dich, was du damit machst. Also wir müssen sparen, es tut mir leid. Für den zweiten Orden hat es nicht gereicht. Ne? Und für euch, meine Lieben, einmal ein Präsent von der Rhein-Hessen-Sparkasse. Einmal, zweimal und dreimal. Und wir bedanken uns bei den Gebrüdern Johannes und Manuel Christ und bei Tobias Keil und bei unserer Haus- und Hofwinzerin Bärbel Frosch-Brunnenstein mit einem dreifach kräftigen Hello. Hello. Hello! 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 Na, Hallamarsch und ein auf ein Wiedersehen in der kommenden Kampagne. Danke.